Entschuldigung, ich soll mich bei Ihnen melden. Okay. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Ich gehöre zum Ärztestab, dem Virologenteam. Ich bin Laura. Wer? Laura. Mein Name ist Laura. Und wie heißen Sie? Ich bin Oberleut... Ich meine, ich bin Jan. Okay, Jan. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin doch richtig bei Ihnen, oder? Das ist korrekt. Ich koordiniere den Transport in die medizinische Einrichtung. Auf meiner Liste sind Sie die letzte fehlende Ärztin. Oh, das tut mir leid. Aber ich kenne mich noch nicht so gut aus. Ich bin erst gestern Abend hier im Schutzdorf angekommen. So meinte ich das natürlich nicht. Sind Sie denn startklar? Aber klar. Meinetwegen kann's losgehen. Abfahrt ist in 5 Minuten. Sie können so lange... Was ist los? Da stimmt was nicht. Bitte bleiben Sie hier. Ich sehe mal nach. Sie sind durchgebrochen. Sie sind durchgebrochen. Was? Wo sind Sie durchgebrochen? Am Südeingang. Der Zaun ist zerstört. Machen Sie sofort in der Kommandozentrale Meldung und schlagen Alarm. Wir brauchen Verstärkung. Laufen Sie! Jetzt! Jawohl. Was passiert hier? Was sollen wir jetzt machen? Wir müssen das Dorf sichern. Die Untoten haben den Zaun eingerissen und greifen an. Es scheinen sehr viele zu sein. Was ist mit dem Ärztestab? In der Kommandozentrale können wir sie besser beschützen. Wir holen den Stab und ziehen uns dann in die Zentrale zurück. Sie folgen mir und bleiben mir immer an meiner Seite. Haben Sie das verstanden? Okay. Der Transporter steht da hinten. Dann los! Schneller! Laura! Kommen Sie! Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Laura! Achtung! Weiter! Wir müssen weiter! Vorsicht! Der LKW! Mortuorum Quibus, Episode 4. Pandora. Laura. Laura. Hey. Hey, Laura. Es ist alles in Ordnung, Laura. Es war nur ein Traum. Du bist hier in Sicherheit. Alles gut. Was ist passiert? Wo sind wir? Auf der Flucht hat dich einer dieser Untoten angegriffen. Du bist gestürzt und hast dich wohl am Kopf verletzt. Bin ich... Hat er mich gebissen? Hey, nein. Keine Sorge. Es ist wirklich alles in Ordnung. Bevor es dazu kommen konnte, hat Sophie das Monster mit einem Stein niedergeschlagen. Sophie? Das hast du jetzt nicht erwartet, oder? Ich wollte nachschauen, ob der Weg zu eurem Auto frei ist. Und als ich zurückkam, habe ich dich mit dem Fleischfresser kämpfen sehen. Das war echt stark. Oh, danke, das werde ich dir nicht vergessen. Ist nicht nötig. Schließlich habt ihr mich ja auch gerettet. Und ihr habt Wort gehalten und mich mitgenommen. Wie geht es dir, Laura? Alles okay? Naja, mein Schädel brummt noch etwas, aber sonst bin ich okay. Leute... Ich störe euch nur ungern, aber wir haben ein Problem. Was ist los? Warum halten wir? Der scheiß Sprit ist alle. Das ist los. So ein Mist. Es ist überhaupt ein Wunder, dass wir noch so weit gekommen sind. Der Tank war ja schon fast leer. Die Frage ist, ob wir weit genug gekommen sind. Du meinst... Sie verfolgen uns? Darauf kannst du wetten. Wir haben Richard ordentlich eine verpasst. Das wird er nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Der Typ ist verrückt. Und dieser David ist auch nicht besser. Glaubt ihr, sie sind uns schon auf den Fersen? Richard hat noch einen alten Militärjeep, gut versteckt im hinteren Teil der Station. Das heißt also, sobald sie die Untoten ausgeschaltet haben, kommen sie uns suchen.
Und das nicht zu Fuß. Die Sonne ist auch aufgegangen. Wir sind leichte Beute, wenn wir hier auf der Straße bleiben. Das sehe ich auch so. Abseits der Wege ist es sicherer. Aber auch schwieriger. Wir kommen nur langsam voran und ich halte euch auch noch auf. Wir schaffen das, wenn wir alle zusammenhalten. Aber wir müssen uns auf den Weg machen. Sofort. Wenn Richard die Untoten überlebt hat, dann ist er mit Sicherheit schon auf der Suche nach uns. Falls er überlebt hat. Er hat, Laura. Glaube mir. Richard ist ein Monster und er geht über Leichen. Für sein Überleben würde er einfach alles und jeden opfern. Karin hat recht. Wir müssen weiter. Wenn Richard uns findet, sind wir tot. Das ist sicher. David, Lagebericht. Zwei haben es nicht mehr geschafft. Die Untoten haben sie geholt. Hier draußen haben wir alles unter Kontrolle. Die Station ist aber nicht mehr sicher. Keine Ahnung, wie viele sich noch darin aufhalten. Was machen wir jetzt, Chef? Wir geben die Station auf. Aber Richard, ich dachte, wir würden... David, du sollst das Denken mir überlassen. Wir haben ein ganz anderes Problem. Den Soldaten und seine Bande? Du hast es immer noch nicht verstanden, oder? Sie haben den Schlüssel zur Macht. Wer das Heilmittel besitzt, regiert die Welt. Und dieser Bastard Jan will diese Macht für sich beanspruchen. Aber sie hatten das Heilmittel doch nicht bei sich. Und hier ist es auch nicht. Vermutlich haben sie nach Hinweisen gesucht und vielleicht auch was gefunden. Der Soldat hat eine Karte bei sich. Ich bin mir sicher, sie sind noch auf der Suche. Die anderen sollen vor der Abfahrt noch einmal die Station absuchen. Und wonach sollen die Jungs suchen? Wir haben bisher nur nach Proviant oder Waffen gesucht. Das hier war aber mal eine Forschungseinrichtung oder sowas. Also gibt es Unterlagen, Dokumente oder anderen Scheiß. Sie sollen nach allem suchen, was mit Projekt Lazarus zu tun haben könnte. Kapiert? Verstehe. Und dann verfolgen wir sie. David, du erstaunst mich. Ganz genau. Wir nehmen die Verfolgung auf. Sie werden für uns das Heilmittel finden und wenn Sie es gefunden haben, nehmen wir es freudig in Empfang. Pack die restlichen Waffen und Proviant zusammen und hol den Jeep aus dem Versteck. Trommel die Jungs zusammen, sobald sie mit allem fertig sind. Dann gehen wir auf die Jagd. Alles klar, Chef. Die entkommen uns nicht. Und was machen wir mit ihnen? Also... Wenn wir sie gefunden haben? Was meinst du wohl? Wir töten sie. Alle. Hier sind wir nun, mitten im Nirgendwo, auf einer Reise durch die Hölle. Die Angst bleibt unser ständiger Begleiter. Hinter jedem Baum, an jeder Wegkreuzung, könnte eine neue Gefahr lauern. Richard wird ebenfalls die Jagd nach uns aufgenommen haben. Wie lange können wir uns vor ihm verstecken? Was geschieht mit uns, wenn er uns findet? Die anderen schweigen sich darüber aus. Die Gewissheit über das, was kommen wird, macht Worte überflüssig. Der Fußmarsch ist kräftezehrend und das Gelände ist schwer zu passieren. Wir vermeiden große Straßen und wandern im Verborgenen. Zumindest hoffen wir das. Wir nutzen den Rhein als Orientierung, der sich von Koblenz bis Köln durchs Land schlängelt. Die Nacht bricht langsam herein und es wird kälter. Ein Feuer würde uns verraten, also suchen wir nach einem Unterschlupf für die Nacht. Wir müssen uns dringend ausruhen. Diese Nacht wird sehr hart. Leute, seht mal, da hinten. Ist das eine Scheune? Daran habe ich keine so guten Erinnerungen. Auf jeden Fall hat es ein Dach und wir können uns etwas ausruhen. Wir müssen nur irgendwie reinkommen. Wenn es eine Scheune ist, sollte es kein Problem sein.
Da wird bestimmt ein Fenster oder sowas sein. Wir sollten dennoch vorsichtig sein. Wer weiß, was da drin ist. Keine Sorge, Laura. Wir passen schon auf. Etwas Schlaf könnte ich durchaus vertragen. Du hast dich gut geschlagen, Soldat. Halten die Verbände? Du hast mich gut versorgt, aber ich glaube, die eine Wunde, die blutet noch etwas. Wir brauchen eine Pause. Okay, schauen wir nach. Von hier sieht alles ruhig aus. Ich schleich mich mal zu einem der Fenster. Ich gebe euch Bescheid, wenn die Luft rein ist, okay? Das klingt gut. Sei aber vorsichtig. Wir warten hier. Keine Sorge. Bis gleich. Das Scheunentor. Vielleicht hier? Alles in Ordnung. Ihr könnt kommen. Sollen wir durch das Fenster? Das Tor ist verriegelt. Simon, mach mal eine Räuberleiter. Dann versuche ich, durch das Fenster einzusteigen und kann euch das Tor von innen öffnen. Kein Problem. Hier, halt dich an mir fest. Okay. Warte. Ja, ich bin drauf. Okay, jetzt nur noch hineinklettern. Oh Mann. Das wäre geschafft. Jetzt bloß noch das Tor aufmachen. Komm schon. Und? Hereinspaziert. Geschafft. Das haben wir uns verdient. Das wurde aber auch Zeit. Gott sei Dank. Endlich kann ich mich ausruhen. Geschafft. Einer sollte Wache halten. Wir können kein Risiko eingehen. Ich kann gerne die erste Wache übernehmen. Dann übernehme ich die zweite Hälfte. Gibt's eigentlich noch was zu futtern? Für heute Abend sollte es noch reichen. Dann ist der Proviant aber aufgebraucht. Wir brauchen auch neues Wasser. Das machen wir morgen als allererstes. Jetzt muss ich mich aber hinlegen und etwas schlafen. Ich kann dich gut verstehen. Schlaf dich ruhig aus. Ich schau mal, ob wir noch was Essbares haben. Oh ja, bitte. Na, was haben wir denn hier? Da scheint Ihnen wohl der Sprit ausgegangen zu sein. Wenn Sie ohne Ihr Fluchtauto weitergezogen sind, holen wir Sie schnell ein. Die finden wir, Chef. Da bin ich mir sicher, David. Die Straße führt Richtung Köln. Das muss nichts heißen. Ich habe aber da so meinen Verdacht. Von Köln war doch auch in diesen Dokumenten die Rede, die wir in dem Tresor gefunden haben. Na schön. Welchen Weg werden Sie wohl genommen haben? Garantiert nicht die Straße. Querfeldein. So würde ich es machen. Am Rhein entlang. Das ist der direkteste Weg. Chef, sollen wir Sie zu Fuß weiterverfolgen? Ihr beiden versucht, Sie zu Fuß zu verfolgen. David und ich fahren weiter die Straße entlang. Gut. Nehmt das Funkgerät mit und meldet euch, sobald ihr was entdeckt habt. Und lasst euch ja nicht einfallen, sie anzugreifen. Ihr findet sie und macht Meldung bei mir. Sonst schlage ich euch die Köpfe ein und lasse euch am Straßenrand verrecken. Haben wir uns verstanden, Gentlemen? Ja, Chef. Ja, Richard. Los, David. Gib Gas. Wir fahren weiter. Alles klar, Chef.
Die Drecksäcke schnappen wir uns. Die Nacht war kurz und nicht wirklich erholsam. Jan ging es zwar schon deutlich besser, jedoch rissen die Wunden immer wieder auf und bluteten. Sie hätten genäht werden müssen, aber das war jetzt unsere geringste Sorge. Bei den ersten Sonnenstrahlen machten wir uns wieder auf den Weg. Dabei mieden wir alle Dörfer und Städte, anstatt hindurchzugehen. So konnten wir aber unsere Vorräte nicht auffüllen. Mit Richard im Nacken schien uns das aber die beste Wahl. Außerdem sind selbst kleine Dörfer gefährlich. Wir kamen trotz aller Umstände gut voran und schon am Nachmittag erblickten wir die Spitzen der Kirchtürme. Ach, Gott sei Dank, wir haben es bald geschafft. Da hinten sehe ich schon die beiden Türme des Doms. Ich finde immer noch, dass es ein äußerst merkwürdiges Versteck für ein geheimes Labor ist. Naja. Man würde es aber in keinem Fall dort erwarten, oder? Ja, ganz bestimmt nicht. Sowas würde man überhaupt nicht erwarten. Ihr habt ja gesehen, was mit der Station in Koblenz passiert ist. Die Forschungsstation unterirdisch einzurichten, war also alles andere als merkwürdig. Unorthodox, ja, aber strategisch sinnvoll. Und wir kennen längst nicht alle Umstände. Der Feind fordert in diesem Krieg eben andere Maßnahmen. Und er ist noch nicht vorbei. Aber wir sind hier. Wir haben überlebt. Jeder von uns hat auch einen hohen Preis dafür. Aber du hast recht. Wir haben überlebt. Wir geben nicht auf. Lasst uns weitergehen. Ein kleines Stück haben wir noch vor uns. Ich habe keine Lust, im Dunkeln in Köln herumzuirren. Weiß der Teufel, wie viele Untote da rumstolpern. Da stimme ich Simon zu. In ein paar Stunden wird es dunkel. Und dann möchte ich ungern einer Horde Fleischfresser in die Arme laufen. Wer will das schon? Soll ich dir helfen, Jan? Wir können die Rucksäcke tauschen. Meiner ist etwas leichter als deiner. Nein, danke, es geht schon. Ich fühle mich auch schon etwas besser. Was meinst du, Jan? Was erwartest du wirklich in Köln? In den Schutzdörfern haben sie immer vor den großen Städten gewarnt. Dort sei es nicht sicher. So viele Untote. Tausende, haben sie gesagt. Ehrlich gesagt, Karin, ich weiß es nicht. Köln muss es bei der Bombardierung hart getroffen haben. Es wurde sogar Napalm eingesetzt, als die Untoten die Stadt förmlich überrannten. Dass sie aber ihre eigene Forschungsstation zerstören, glaube ich nicht. Mir macht nur das letzte Stück bis zum Dom Sorgen. Der Dom selbst ist durch den Rhein an der einen Seite geschützt. Wir müssen aber vorher noch durch ein größeres Stadtgebiet. Und dieses Mal können wir es nicht umgehen, oder? Genau das ist meine Sorge. Wir müssen einige Kilometer durch das Stadtgebiet. Wenn wir uns aber bis zum Hauptbahnhof durchschlagen können, haben wir es geschafft. Ach, das klingt alles andere als ungefährlich. Ach, wenn wir nur das Auto noch hätten. So verlieren wir viel Zeit und sind obendrein den Untoten ausgeliefert. Aber wir können es schaffen. Ich habe von der Station aus kleinere Herden von Streunern gesehen. Sie stapfen stumpf in eine Richtung. Ändert einer die Richtung, kommen die anderen nach. Wie bei einem Vogelschwarm. Geräusche jedoch locken sie immer an. Das ist hochinteressant. Sie entwickeln eine Gruppendynamik, die man nutzen könnte. Sehr gut beobachtet, Sophie. Das ist gut. Man könnte eine größere Herde Untoten vielleicht sogar lenken. Schön und gut. Jan, du hast gesagt, wenn wir den Hauptbahnhof erreichen, hätten wir es geschafft. Du willst doch wohl nicht den Zug für das letzte Stück nehmen, oder? Natürlich nicht. Der Kölner Dom liegt aber direkt am Hauptbahnhof. Das habe ich mir schon fast gedacht. Wie ist der Plan, um sicher durch die Stadt zu kommen? Der Außenbezirk macht mir weniger Sorgen als die Umgebung unmittelbar am Bahnhof. Es läuft letzten Endes darauf hinaus, dass wir jeglichen Kontakt mit den Untoten vermeiden müssen. Also, brauchen wir Glück, um unversehrt anzukommen? Naja, das könnte nicht schaden.
Wir müssen uns einfach so schnell es geht an Situationen anpassen, wachsam bleiben und noch schneller reagieren. In der Theorie klingt das so einfach. Ich erinnere dich nur an eure Begegnung an der Tankstelle. Karin wurde fast gebissen und du hattest eine Glasscherbe im Bein stecken. Da hat Simon nicht unrecht. Das war wirklich knapp. Wir müssen besonnener vorgehen. Die Lage erst ordentlich auskundschaften und nicht kopflos in die nächste Situation stolpern. Genau davon rede ich. Alles, was wir über die Toten wissen und noch erfahren, müssen wir auch gegen sie verwenden. Versteht ihr, was ich meine? Ja, genau. Na klar, ja. Wir haben sie im Visier, Chef. Dort laufen sie ahnungslos am Rhein entlang. Wir könnten sie von hier aus noch erledigen. Das wäre überhaupt kein Problem. Einen nach dem anderen. Bang, bang. Ruhig Blut, mein mordlüsterner Freund. Dazu wirst du später noch Gelegenheit bekommen. Zuvor aber führen uns diese ach so armen Seelen zum Heilmittel und damit auch zur absoluten Macht. Wir folgen ihnen leise und unauffällig. Alles klar, Chef. Dann schlagen wir aus dem Verborgenen zu. Genau dann, wenn diese Bastarde es am wenigsten erwarten. Genau so, David. Sie werden büßen für das, was sie uns angetan haben. Wir brauchten noch eine ganze Weile, bis wir den Stadtrand von Köln erreichten. Alles um uns herum glich einem Schlachtfeld. Zerstörte Häuser, ausgebrannte Fahrzeuge, selbstgebaute Barrikaden und Leichen. Überall auf dem Boden zerstreut lagen die Kadaver der Untoten und von den Menschen, die sich offenkundig vergebens gegen die Fleischfresser zu wehren versucht hatten. Es war grauenhaft. Voller Angst schlichen wir zwischen den Ruinen hin und her, immer auf der Hut vor der lauernden Gefahr der Untoten. Einige Male mussten wir herumirrenden Fleischfressern ausweichen. Dann sahen wir die großen Lettern über dem kastenförmigen Eingang. Wir hatten den Bahnhof erreicht. Oh, ich kann es kaum glauben. Wir haben es geschafft. Wir haben den Hauptbahnhof erreicht. Leute, wir haben es geschafft. Meine Güte. Seht euch nur den Eingang an. Alles zerstört. Das ganze Dach ist ja eingestürzt. Vorsicht, achtet auf die Glasscherben. Vielleicht sollten wir doch um den Bahnhof herumgehen? Ich glaube nicht, dass wir einfach so über die Gleise kommen. Der schnellste Weg ist einfach durch den Bahnhof zu marschieren. Das sehe ich auch so. Wir sind schon so weit gekommen und lassen uns jetzt nicht von ein paar Hindernissen aufhalten. Ich sage, wir gehen da durch. Okay. Wenn wir wachsam bleiben, schaffen wir es schon. Wir arbeiten uns Stück für Stück vor. Alles klar? Ja, ist gut. Merkwürdig. Hier sind kaum Kadaver von den Untoten. Es ist alles zerstört und es scheint, dass niemand hier gewesen ist. Du meinst, das könnte was bedeuten? Sieht mir auf jeden Fall nach vielen kleinen Explosionen aus. Ein gezielter Angriff. Vielleicht Mörsergranaten. Naja, davon verstehe ich nichts. Ist mir nur aufgefallen. Vielleicht wurde der Bahnhof schon evakuiert, bevor der Angriff kam. Ob es was zu bedeuten hat, kann ich nicht sagen. Leute, seht mal. Da hinten. Das scheint schon der Ausgang zu sein. Die Türen sind mit Barrikaden verriegelt. Das stimmt. Sie wurden jedoch eingerissen. Dort. Auf der linken Seite. Das ist doch gut. Dann müssen wir uns keinen anderen Ausgang suchen. Warten wir mal ab.
Irgendwer oder irgendetwas muss ja die Barrikaden eingerissen haben. Kommt, das sehen wir uns jetzt genauer an. Ich kann hier nichts entdecken. Ich klettere mal darauf und schau, was auf der anderen Seite ist. Karin, hilf mir mal. Ja, warte. Noch ein bisschen höher. Und? Kannst du was sehen? Was ist auf der anderen Seite? Sophie? Was siehst du? Was ist los? Wir haben ein Problem. Problem? Was für ein Problem? Jetzt rede schon. Verdammt, mach's nicht so spannend. Ich konnte den Dom sehen. Er ist direkt hier am Ausgang. Ja, und? Vor dem Dom ist ein großer Platz. Leider sind da auch ein paar Fleischfresser. Nur ein paar? Naja, vielleicht auch ein paar mehr. Der Platz ist voll mit Streunern. Oh. Mann, scheiße. Ich wusste doch, es lief einfach zu gut. Okay, das ist nicht gut. Nein, was machen wir jetzt? Vielleicht doch lieber einen anderen Weg suchen? Und dann einer anderen Horde Untoter gegenüberstehen? Wir sind so nah am Ziel. Uns wird schon was einfallen. Sophie, können wir uns da irgendwo verstecken, ohne gesehen zu werden? Ich denke schon. Draußen stehen noch einige Barrikaden, hinter denen uns die Untoten nicht sehen können. Sehr gut. Von dort checken wir die Lage und machen einen Plan. Ich gehe voraus und dann kommt einer nach dem anderen nach. Okay? Dann los! Jetzt schnell hinter die Barrikade. Karin, Kopf runter. Ja. Alles klar, mach ich. Jetzt du, Simon. Gut so. Die Fleischfresser sind verdammt nah. Wir müssen uns schnell was einfallen lassen, bevor sie uns entdecken. Das dürfen sie auf keinen Fall. Das Einfachste, Lea, wenn wir sie ablenken, denke ich. Einfach? Das sind bestimmt über 60 Fleischfresser. Wie stellst du dir das vor? Warte mal. Ich habe eine Idee. Seht ihr da hinten den Parkplatz? Mit etwas Glück? Moment. Ich habe hier eine Flasche. Ich brauche nur noch ein Stück Stoff. Was hast du vor, Karin? Was willst du mit dem Verbandskasten? Oh, warte, ich hab da was. Da ist noch ein Rest reiner Alkohol drin. Ah, ich verstehe. Du willst einen Zünder bauen. Genau. Ich stopfe den Lappen einfach in einen Tank und zünde ihn an. Wenn genug Benzin im Tank ist, gibt es eine Explosion. Das sollte dann die Untoten ablenken. Eine Explosion? Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Was ist, wenn die Karre sofort hochgeht? Oder ein Feuer ausbricht und uns einschließt? Jan, was meinst du? Ist das eine schlaue Idee? Das klingt in jedem Fall machbar. Und ehrlich gesagt, fällt mir gerade nichts Besseres ein. Wir versuchen es einfach. Viel schwieriger ist, ein Auto mit halbvollem Tank zu finden. Eine große Auswahl haben wir hier nicht gerade. Ach so. Wer hat ein Feuerzeug? Ja, ich. Warte. Ich komme mit. Dann kann ich dir den Rücken frei halten. So ist es sicherer. So machen wir es. Wenn es knallt, schleichen wir direkt zum Kircheneingang. Okay? Okay. Viel Glück. Und haltet euch in jedem Fall den Rückweg frei. Machen wir. Keine Sorge. Wir sehen uns in der Kirche. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Viel Glück. Da hinten laufen sie. Sie haben gleich den Parkplatz erreicht. Oh Gott, hoffentlich finden sie schnell ein passendes Auto. Ich will mir gar nicht ausmalen, was alles schiefgehen kann. Sie schaffen das. Sie müssen einfach. Wir haben den Parkplatz erreicht. Wir gehen zum ersten Auto. Fehlanzeige. Ach, so ein Mist. Ich kann sie nicht mehr sehen. Sie sind hinter dem Auto verschwunden. Da, ich sehe sie wieder. Sie gehen in Deckung. Achtung, Köpfe runter, gleich wird's laut. Es klappt.
Explosion und das Feuer ziehen die Untoten an. Sie verlassen den Platz. Ich kann in dem Rauch Karin und Sophie nicht mehr sehen. Sie sind in Sicherheit, Simon. Wir treffen die beiden in der Kirche, du wirst sehen. Komm schon, wir müssen los. Sie sind nicht hier. Sie sind noch da draußen. Simon, sie werden jeden Moment kommen. Warte ab. Ja, ja, schon gut. Das war ja mal was. Oh, Gott sei Dank. Euch ist nichts passiert. Das war einfach großartig. Teils.